Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Evo2KTV zu einer neuen Folge von NHL 17 DEL Saisonmodus, wo heute unser 32. Spiel ansteht. Ein Auswärtsspiel bei den Fishtown Penguins. Wir reisen nach Bremerhaven und hoffen natürlich, dass wir von diesem Auswärtsspiel am besten 3 Punkte mitnehmen. Heute darf Danja Junusow mal wieder von Anfang an ran. Hat ja im letzten Spiel leider ordentlich hinter sich greifen müssen. Das war ja euch beim 0:5 gegen Krefeld, aber ich habe Vertrauen in den Jungen. Heute wird er ein verdammt gutes Spiel machen und wir legen einfach mal los. Und da melden wir uns aus der Eisarena in Bremerhaven, wenn mich jetzt Wikipedia nicht anschwindelt. If it goes to the power play, we got the best in the league to watch tonight. Well, they do a lot of different plays on the power play. Not being predictable, I think, is one of the biggest reasons they have the best power play. Oh, Philipp Gugula jetzt zu sehen. Power play. Oh, wir sind beim Power play prozentual sogar richtig gut mit 27%. Jerry Kuhn, 6,54 Gegentor pro Spiel. 3 Spiele hatte, 1 Sieg, 2 Niederlagen. 78% die Fangquote. Das schmeckt mir hier, die Statistik. Da könnte vielleicht was gehen heute. Und Danja Junusow, 2 Siege, 2 Niederlagen. Aber auch 2,76 Gegentor pro Spiel. Fangquote gerade mal von 83%. Aber immerhin einen Shutout schon geholt. Jo, und schauen wir mal. Welch gegen Hager beim ersten Bulli. Und den ersten holen wir. Eriksson findet direkt mal Ryan Jones. So, Hager. Mann. Ist so geklappt, wie ich es wollte. Oh, was machen die denn? Kein Wunder, dass der so viel Gegentor pro Spiel hat. Wenn die so immer spielen. Aber ich bin nur am Checken gerade. So, schöner Pass von Lalonde auf Gugula. Ah. Verteidigen wir ganz gut bis jetzt. Ja, Mann, und da ist das Tor. Patrick Hager. Wenn es jetzt. Jawohl, Patrick Hager war's. Da kam er irgendwie oben von der Bande. Und haut ihn einfach mal rein. Auf die Variante habe ich schon echt viele Tore mit Max Reinhardt gemacht. 14. Saisontor von Patrick Hager. Bam! Jerry Kuhn ohne Chance. Gugula und Lalonde wieder. So, Lalonde findet Hospelt. Oh, verdammt, vorbei. Slayton, aber Turnbull fängt ab. Und Hospelt. Ah, shit. War wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch. Christian Ehrhoff mit dem Schuss, aber der wurde geblockt. Ich bin ja mal gespannt, wann mein Christian Ehrhoff-Trikot kommt. Oh, scheiße, Mann. 2 Minuten. Ich habe ja mein Ehrhoff-Trikot bestellt. Das Authentic selbstverständlich. Als der Wechsel fix war. An dem Tag, wo die Haie, glaube ich, gegen Bremerhaven gespielt haben. Da war Ehrhoff ja schon in der Halle, hat auch noch nicht mitgespielt. Da habe ich es bestellt und wir haben immer noch den Tag, selbstverständlich, wo ich beim Spiel... Och nein, noch eine Strafe. 3 gegen 5, Unterzahl 1:43. Ja, wir haben auf jeden Fall den Tag, wo die Haie 4:1 gegen Berlin gewonnen haben. Also wo ich auch schon das Spiel gegen Iserlohn aufgezeichnet habe. Und da hingen schon die ersten... Oh nein! Alter, Sulzer! Spieldauer. Was ist hier momentan los? Nein. Ach komm, da haben wir Platz, da haben wir Platz. Oh, schade. Da mussten wir probieren. Ja, auf jeden Fall, es hing Christian Ehrhoff Trikots im Haie-Shop. In der Arena. Deswegen habe ich einfach mal die Hoffnung, dass mein Trikot dann auch zum nächsten Heimspiel, was gegen Krefeld ist,
geliefert wird. Wäre natürlich schon ganz nice, wenn ich es dann hätte. Oh, 5 gegen 3 ist natürlich echt eine Hausnummer. Joe Nussdorf hat ihn. Ah, scheiße, Mann. Hage. Und Potter bringt ihn raus. 25 Sekunden noch. Oh, Hager. Sehr schön. Poke-Check genau getroffen. Und jetzt hat Hager ihn. Und wir sind wieder zu viert, aber noch 3 Minuten Unterzahl. Moritz Müller und er hat Bremerhaven Verletzten. Oh. Da ist ja bestimmt heute wieder der Sebastian Uvira Verteidiger. War ja beim letzten Mal aus, wo Moritz Müller raus musste. Ja Mann, TJ Mulock, 2:0. Mensch, kann ich wieder, dass der reingeht. Mit der Rückhand. Und das in Unterzahl. Aber wie hoch verliert denn Bremerhaven? Oder haben die die Spiele verloren, wenn Kuhn 6,5 Gegentore pro Spiel fängt? Bei 3 Spielen. Nein, wo geht der hin? So, Ehrhoff hat ihn. Ah, Ehrhoff hat ihn nicht mehr. So, 50 Sekunden noch gleich. Ja, jetzt 50. Wir hatten, ja, hier. Wo ist denn Ehrhoff? 14 Sekunden noch. Ja, das Penalty haben wir mal überstanden. 5 Minuten Unterzahl, wo sogar 5 gegen 3 war. Und Ehrhoff nimmt die Scheibe auf. Auf Sean Lalonde, der echt mega offensiv spielt. Max Reinhardt. Ah, war der Torwart noch dran? Nein. Wobei geht noch, Dan Byers. Sean Lalonde. Ah, oh, knapp vorbei. Byers? Nein. Oh, Wahnsinn, Joe Nussdorf. Nein. Was ist denn hier los? So, Hospit. Na, ja, schade. Eriksen. Der Zucker. Auf Owens. Guten Owens. So, und jetzt Eriksen nimmt die Scheibe auf Salmonsen. Eriksson, Wahnsinn! Schon wieder so ein geiles Schlagschusstor wie im Spiel gegen Iserlohn. Ja, es war schön gespielt, da muss man zugeben. 9. Saisontor, Fredrik Eriksen. Johannes Salmonsen, der Assist. Und jetzt Latter mit Uvira. Müller. Oh. You don't get many better opportunities than that. Great save. Looking to Combs. Beruhigende Führung auf jeden Fall. Lampel. Nein. Oh. Nein, da machen die 0,8 Sekunden vor Schluss noch ein Tor. Och Mann,
Schade. Ich hätte es Dudusov gegönnt, hier mal wieder zu 0 zu spielen. Vor allem wegen seiner Gegentorquote. Vor allem auch wegen der Fangquote. Und dann 0,8 Sekunden vor Schluss. Das ist aber bei NHL auch irgendwie so ein Dauerzustand, dass relativ viele Tore zu dem Zeitpunkt fallen. Aber schauen wir mal die Schussstatistik. 8 zu 4. Richtig blöd. Ist die Fangquote noch bei 75%. Oh, jetzt Hager gegen Welch. Ach Mann, ey, warum geht denn der Eriksson nicht dahin? Ich kann den überhaupt nicht auswählen. Oh, alter Schwede, Pfosten. Oh, und jetzt Hager auf Jones. Und Kuhn schnappt dazu. Mann. Pressing on with it in center ice. Corralled it again. Fire. Oh, Junusov hatten sicher. Cologne's controlling play now in the defensive zone. Snapping a pass to Reinhardt. Reinhardt. Pitching this one to Eriksson. So, Hospilt. Gains the blue line. Carries it to the corner. Got that pass off the boards. Mann. Ja, der ging mal dezent vorbei. Oh, Eriksson mit dem Fehler. Nein! Oh, nein, ey, der Mann ist 3-2. Junusov ist die ärmste Sau hier, das gibt's doch nicht. Weißt du, ich mach problemlos, mach ich 3 Tore und jetzt keine Chance gerade wieder. Oh, Mulock. Oh, Mann, ey. Takes that point pass. Terrific challenge, outstanding save. You want to score goals, you have to go to this area. You got to find a way to put it in the net. Oh, er auch mit der Scheibe. Und Nico Kremmer. Decides he wants the corner. Sneaks in. Loose puck and went off. Ah, Mann. Laid on to Erhoff. Marched narrowly inside. And Müller. Oh. Just couldn't find the target. Knocked right off the stick. Need to get rid of it. So, Bias setzt nach. Jetzt mal weg. On to Combs. Carries it up the side. Oh nein, scheiße. Jetzt habe ich ganz woanders hingeguckt. Hab gar nicht gesehen, dass ich die Scheibe hatte. Und jetzt Patrick Hager. Der Torschütze zum 1-0. Gugula. Müller. Oh Gott. Taken over again. So, Müller auf Gugula. Nein, Hager. Oh nein, Junusov, was machst du? Ey. Oh, Junusov hat er. Aber gerade ist hier voll die Luft raus. Hier geht gar nichts bei mir. Oh, schade. Hager gegen die Latte. Oh,
So, Gugula hat die Scheibe. Ja, Latter auf Salmonsen. Nein, knapp vorbei. Terrific hit slowing them down. Pass attempt to Eriksson. Cologne's lugging it up the wing. Shoot, missed on the shot. Oh, Hospelt. Back near the blue line to Potter. Receives that pass from the other side. Oh, knapp vorbei. Oh, a close call there. Da kriegt Gugula nicht mal die Kelle reingehalten. Up the wing still with possession and with hope. So, Potter. Oh, Reiner, was war das? Dankeschön, Icing. Weg. So, Hospelt gewinnt die Scheibe. 30 Sekunden noch hier im zweiten Drittel. Da fällt mir eins, ja nur 0-1. Ende vom letzten Drittel ist ja noch das 1-3 gefallen. Oh, wie schlecht. Der war nicht unwichtig. Jo. Zweites Drittel rum. Haben wir auf die Statistik. 10 zu 10 die Schussstatistik, also relativ ausgeglichen das Spiel. Dann schauen wir mal. Neutral zone face off one. Possession established here. And the pickup. Solid defensive position there. Decides he wants the corner. Man. The neutral zone. Carries it toward the woodwork. And the linesmen were watching very carefully. That is an offside. Oh, Ryan Jones könnte langsam mal wieder ein Tor hier machen. Was macht der denn da? Ich habe nichts gedrückt. Jetzt George gegen Lalonde. Oh, sauber, Junusov. Oh, und jetzt Gugula vielleicht. Let's it fly. Wonderful chance to score, but no. Good work with the stick. Starke Macht von Jones. Also ich behaupte mal, diesen Gegentorschnitt von Kuhn von 6,5 werden wir in dem Spiel definitiv nicht erreichen. Oh, aber Junusov. Und Hospelt. Ja, toll, da ist keiner. Nein! Neun Paraden von Kuhn. Oh, das gibt's nicht. No, und das gibt's auch nicht. Was macht der Junusov? So, jetzt Max Reinhardt. Into the end of attack. Seeks the corner. Takes that pass off the boards. Mishandled thanks to the run. Man. A collision, but still has the puck. Nice pass right up the gut. Hit into the stanchion. Good thing those are rounded off now. Oh, I hope he's a big wrestling fan, because he just went into the turnbuckle. So, Erhoff lässt sich da nicht einschüchtern. Nico Kremmer. Ah, jawohl! Wembley-Tor. Hat sich der Puck überlegt, ach komm, ich spring doch rein. Starker Einsatz von Erhoff, der so weit nach vorne gegangen ist. Und siebtes Saisontor von Nico Kremmer. Zack. Da rollt er rein. Erhoff und Chris. Erhoff und Christian Potter, genau. Erhoff und Potter. Die Assistenten. Und nochmal hier, Nico Kremmer. Müller. Stays on side to the middle.
Scheiße. Obwohl geht noch. Müller. Eriksen. Boah. Was denn jetzt? Strafe? Okay, ich dachte schon gegen uns. There's always a start to your power play night, and this is number one. Face-off win here. Eriksen, knapp vorbei. 1,49 noch Power Play. They win the draw. Lalonde, komm, flieg rein, nein! Wenn der auch reingegangen wäre, hätte das erklärt, warum der Kuhn so viel Gegentor hat. Oh, was hier jetzt? Lalonde und Gugula. Na, schade. War gut gedacht, aber war leider der Passweg zu. Aber jetzt machen wir mal ein Tor hier mit Junusov. Lalalala. Ach scheiße, der wäre nicht mal reingegangen. Oh, Eriksen. Hager mit der Chance. Schade. Ach Mann. Icing. Scheiße. Nee, Kuhn spielt mit. Ja Mann, Dankeschön Kuhn. Kuhn ermöglicht das Tor für Ryan Jones zum 5-2. Und eigentlich hat's Junusov eingeleitet. Der müsste eigentlich einen fetten Assist dafür bekommen. 12. Saisontor Ryan Jones. Dankeschön, Kuhn. Ohne Assist Ryan Jones, aber halber Assist für mich. Daniel Junusov. Oh, und jetzt Latter, aber der kommt nicht dran. Salmonsen jetzt mit der Chance. Latter, nee. 5-2, aber das ist schon mal sehr, sehr komfortabel bei nur noch 5 Minuten Spielzeit. Und wir haben nochmal eine Strafzeit rausgeholt. Ich glaube, Christian Erhoff war das. Oh, schade. Na gut, 2 Minuten. Bei noch 4 Minuten Restspielzeit. Also ich denke mal, das gibt der nächste Sieg. Auch wenn die Bremerhavener echt ein verdammt starkes Mitteldrittel hatten. Nein, der rutscht weg. Oh, jetzt Potter. Nein. Oh, scheiße, Mann. Und jetzt hat auf die Scheibe. Ah, der ging vorbei. Potter. Alter, Reinhardt, wo haust denn du den hin? Oh, auf nimmt die Scheibe. Bäh. Och nö, jetzt holen wir selber eine ziehen wir selber eine Strafe. Christian Erhoff darf dann noch 31 Sekunden auf dem Eis verbringen zum Ende des Spiels. Oh, jetzt Kai Hospelt. Oh, Turnbull. Komme ich auch noch nicht so klar irgendwie mit dem. Also Reihe 2 funktioniert eigentlich gar nicht so. Oh, Junusov. Ups, ja, wir sind in Unterzahl mittlerweile. Oh, Turnbull, da war die Chance. Nein. Letzte Minute läuft. Wir hatten die Scheibe. Da, hier. Lalonde. Oh, nochmal der Bias-Check. Nein, George. So, 6 Sekunden noch und dann ist auch wieder da. Und Bias. Hager. Potter. Wo ist Erhoff? Oh, Mann. Nein, Hager, Mann. Oh, Kuhn hält ihn fest. Nee, er spielt schnell. Aber es wird denen auch nichts nutzen. Das Spiel ist nämlich gelaufen. Es sei denn, wir machen nur ein Tor. Das wäre doof.
So, das war's. 5 zu 2 gewinnen wir gegen Bremerhaven. Guter Start im ersten Drittel, aber dann haben wir echt abgebaut. Beziehungsweise wollte das Spiel nicht mehr, dass wir höher gewinnen. Guck mal, die Spielstatistik 22 zu 15, also deutlich eigentlich unser Spiel, wenn man das mit dem vorherigen vergleicht. Und die Free Stars, Corey Potter 2 Assists, dann Bortson 1 Tor und Patrick Hager mit einem Tor. Schlechte Disziplin, du bekommst zu viele Strafen, ach Quatsch. Ach stimmt, Sulzer war ja auch noch gesperrt, hat ja noch die Spieldauer bekommen, das kam auch noch dazu. Jo, 32. Spiel ist damit rum. Dann sind's jetzt noch... 20 Spiele in der Vorrunde. Und das nächste ist gegen Red Bull München. Schauen wir mal. Die sind Dritter in der Tabelle. Aber wir haben halt echt schon einen Bombenpolster. Da sehen wir es nochmal. 70 Punkte nach 32 Spielen. Also wir haben... 96 Punkte werden zu holen gewesen. Ja, wobei 26 Punkte haben wir jetzt... versäumt, aber damit kann man noch leben, oder? So, auf jeden Fall auf Platz 2 Ingolstadt 61 Punkte, dann auf Platz 3 München, auf Platz 4 Schwenning mit 56 Punkten, auf Platz 5 die Eisbären Berlin mit 53 Punkten, Grizzlies Wolfsburg 50 auf 6, ebenfalls 50 Punkte die Bremerhavener, gegen die wir ja eben gewonnen haben, dann 49 Punkte die Thomas Sabo Ice Tigers, dann teilen sich mit 48 Punkten, beziehungsweise teilen sich nicht, aber sie haben beide 48 Punkte, Düsseldorf auf 9 und Iserlohn auf 10, Straubing 43 Punkte auf 11 und Mannheim, da wird die Luft echt dünn, auch was Pre-Playoffs angeht, selbst wenn es jetzt noch 19 Spiele für die sind, aber 42 Punkte ist da schon natürlich bei 6 Punkten Rückstand heftig. Und dann Krefeld 39 Punkte auf 13 und Augsburg mit 32 Punkten auf Platz 14. Und dann kommen wir nochmal abschließend zu den Scorern, wie wir es ja in jeder Folge machen. So, 32 Punkte Jason Jeffrey, 31 Punkte Ryan McMurtry und Michi Wolf und dann 30 Punkte Ryan Jones und dann mit 29 Punkten Sean Lalonde und Patrick Hager. Und sonst ist hier kein Haie-Spieler. Wir können mal gucken, wer auf Platz 4 bei uns ist, bei den Scorern. Oh, Frederik Eriksson mit 24 und dann Gugler mit 21, okay. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber gut. Meine Freunde, damit endet das 32. Spiel in unserer Saison. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo sowieso. Ich bin an dieser Stelle raus. Würde mich natürlich darauf sehr freuen, wenn ihr morgen wieder reinschalten würdet, wenn wir gegen München spielen. Bis dahin, lasst euch gut gehen, bleibt gesund, macht's gut und ciao.